viele stellen sich unter Atome irgendwelche kleinen, etwa ölfassgroßen gelben Fässchen vor, in denen dann irgendein grüner Schleim drin ist, der dich auf Anhieb tötet und der schön leuchtet. Das ist nicht der Fall. Worüber wir reden müssen, sind die abgebrannten Brennstäbe, die dieses Kraftwerk und andere wie es produzieren. Brennelemente, nachdem sie den Reaktor durchlaufen sind und abgebrannt sind, werden zwischengelagert und danach entgelagert. Das hier ist tried and true, das hier ist sicher, das hier ist verlässlich, das hier ist günstig, das hier ist umweltschonend. Und umweltschonend ist es darum, dass dieser Abfall, den wir produzieren, nicht nur ein fester, solider Stoff ist, den wir sicher lagern können, sondern auch, weil wir relativ wenig produzieren. Ich habe gesagt, so ein Kraftwerk hier, so ein Leichtwasserreaktor produziert so um die 60 Tonnen an abgebrannten Brennelementen pro Jahr. Die Lagerbehälter, in denen wir diese Brennelemente zwischenlagern, bis wir ein Endlager haben, ein Prozess, den wir in Deutschland seit 35 Jahren erfolgreich verzögern, denn vor allem die Grünen, aber leider auch die SPD, sie wollen einen Atomendlager erst dann finden, wenn wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Das ist an sich rhetorische Erpressung, dass man einerseits sagt, es ist ein Problem, das wir nicht lösen können, und dass man dann kratzen und beißen darum kämpft, dass wir es nicht lösen können. Das ist eine politische Realität, keine technische Realität. Und es ist ein Problem, das wir sehr leicht mit sehr geringem Aufwand jetzt lösen können. Es ist absolut kein Argument gegen die Nutzung der Kernenergie. Es ist eher ein Argument für sie, dass so wenig, so banale Abfälle produziert werden. Ich danke Ihnen.